Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 4 und mühen uns jetzt schon eine Weile ab mit dem Attentat. Wir wissen jetzt, dass es zwei Jungs sind, die wir da zerlegen müssen. Haben natürlich ein kleines Problem gehabt, dass wir erst immer die Falschen zerlegt haben. So, erstmal müssen wir gucken, wo die Jungs sind hier. Oder andere scheint irgendwie da unten rum zu kriegen. Alles klar. So. Dann haben wir uns schon gut angestellt mit Pfeil und Bogen. Oh. Indem wir das einfach so machen. Ja. Pam, weg. Gefällt natürlich der Junge da oben. Haltet die Position. Was habt ihr an? Haltet die. Wir wissen nicht, was da draußen ist. Was machen wir jetzt? Sucht weiter. Okay, da haben wir den einen General gerade gefunden. Nachgeben. Okay. Los, schnell. Einer von dem. Nein, zwei sogar noch. Konzentriert euch. Gebt mir Deckung. Ich werde ihn mir holen. Okay, der will sich mir holen, komm. Ich weiß, dass da jemand ist. Das ist schön, dass du was weißt. Sucht alles ab. Ja. Seid wachsam. Wir wissen nicht, was da ist. Bestimmt ein Phantom. Wir haben die ungefähre Richtung. Findet ihn. Ach, scheiße. Aufpassen. Jetzt hängen wir hier doof fest. Mensch, der ist weg. Mist, der eine hockt da drinne. Okay, einer ist direkt unter uns. Wir sind ja runtergefallen, wo wir gar nicht runter wollten. Dann macht die Sache mir nicht besser. Okay. Wieder dieses Geräusch. Das ist natürlich doof, so ein Geräusch. Und tot. Naja, lief schon kacke, dass wir da runtergefallen sind. Man merkt, es wird langsam spät und ich werde müde. Ist jetzt auch schon die 6. Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, aber das kriege ich jetzt neu hin. Das ist jetzt mein persönlicher Ehrgeiz, die Sache auszubaden, keine Ahnung. Nein, es lief ein bisschen kacke jetzt, weil wir da runtergefallen sind. So, also nochmal das Ganze. So. Wo ist der Scharfschütze? Ach, da. Genau. Oh, wir haben leider noch nicht alle. Aber egal. Das sollte aber reichen, um für Aufmerksamkeit zu sorgen hier. Der guckt ja den an. Da haben wir noch einen am Laufen. So, ruckzuck erstmal erledigt. Ja, ein Schnellmerker ist das. Was ist hier passiert? Haltet die Augen offen, Leute. Was wohl da passiert sein? So, da ist einer da unten. Haltet die Augen offen, Leute.
So, jetzt sind nur noch die Generäle lasst übrig. Euch nichts anmerken, Männer. Es sollten nur noch die Generäle, die Generäle sein, nein, die Offiziere da sein. Wir wissen nicht, was da draußen ist. Und mal gucken, wie weit wir die irgendwo hinlocken können. Okay, der eine ist da. Alle die Augen offen halten. Er ist weg. Ich seh dich, Gail. Okay. Du wirst jetzt und das ist natürlich jetzt ganz große Kacke. Weiterschießen, nicht nachlassen. Und keine Handgranaten werfen, du Kasper. Gib Gas, Leute! Kann ich ihn noch locken? Ich werf eine Granate! So. Da ist er. Wurde gemacht. Ich schieß dir mitten ins Gesicht. Das ist schön, dass du mir mitten ins Gesicht schießen willst. Mal sehen, ob der so dumm ist. Jo, ich hab gefangen, du hast gefangen. Oh, also so habe ich mir das von Anfang an vorgestellt. Ungefähr vor 2 Folgen. Jetzt haben wir die Sache auch so umgesetzt. So, den haben wir schon gelootet. Einfach durch den Takedown. Das ist der schöne Takedown und gleich looten. So, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Okay, heilige Stätte. Gibt es ja noch, da gibt es noch was zum Looten, was Heiliges. Du hast noch einen erwischt, AJ? Du lässt die Angehörigen ihrer Opfer wieder aufatmen und diese Verbrecher haben Angst vor dir. Ja, schön. Auf, AJ. Lass sie büßen. So, was wir auf alle Fälle hier tun sollten, außer denen ja auch looten, wir sollten auch das Plakat abreißen. So, der nächste Zielpunkt wird... Okay, wie lange haben wir jetzt hier? 58. So. So, auch hier unten. Schick. Ich weiß nicht, auf wen oder was ihr ballert. Okay. So. Auch weg. So, wieder noch einmal Karma gemacht hier. Von wem kriege ich die Kohle? Irgendeiner wird da Kohle für mich haben, ja. Bist du das? Namaste, AJ. Ja, Namaste. Im Moment kam mir ewig vor. Hey. Ah ja. Ich muss dir was sagen. Schön, dann danke. Gib mal Kohle. Lang lebe der Gold. Ich danke dir tausendmal. Okay, danke, danke. So, was machen wir jetzt? Wir können uns natürlich runter zu bewegen zu, ja. Sollen wir vielleicht nochmal machen, eine Willi-Mission. Weil wir sind eh gleich gerade hier. Und dann sollten wir das ruhig mal mitmachen. Den Außenposten haben wir ja schon eingenommen. Jetzt lernen wir, glaube ich, einen guten alten Bekannten kennen. Überraschenderweise. Wer weiß wen, der kann auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Oh, der ist halt unter uns. AJ Gale. Ja? Sohn von Moan Gale, Gründer des Goldenen Pfades. Aufgewachsen bei der Mutter in den Staaten. Zurück in Kyrat wegen ihres letzten Wunsches. Wer sind Sie? Ich sag's dir, nachdem du mir geholfen hast, den Vogel auf dem Flughafen zu landen. Und warum sollte ich das tun? Du bist hier, um Gutes zu tun und die Bösen zu töten. Nicht wegen Wahrheit oder Pflicht. Okay. Je eher du mir hilfst, desto eher kannst du mit dem Kriegsspielen auf fremdem Boden weitermachen. Außerdem habe ich Infos für dich. Hallo? So, an der Stimme kann man es schon erkannt haben, wer das ist und wer Far Cry 4 gespielt hat, der weiß das eh schon längst. Free Willys, genau. So. Flughafen infiltrieren. Eine unserer leichtesten Aufgaben hier. Aber gucken wir mal, hier rauskommt vor zur Straße. So. In diese Richtung, Flughafen da vorne. Die Frage ist, kümmern wir uns gleich in den Flughafen oder machen wir den Umweg nach da? Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Umweg nach da, befreien erstmal den Aussichtspunkt, weil das hat dann den ungemeinen Vorteil, dass wir mehr sehen.
Von daher. Okay, warum rennst du weg? Ich stand da schon. Interessanterweise fängt an zu rennen, als ich schon stand. So, Guerilla verkaufen. Genau, Guerilla verkauft. Fast wieder 200.000. Das ist doch schön, super. So. Jo. Okay, der hat die richtige Farbe, der ist wie blau. Und jetzt müssen wir irgendwie nach da oben kommen. Das könnte problematisch werden. So, immer Vollgas hier weiter. One Hit, würde ich sagen. Einmal kurz gezielt, leicht aus der Hüfte, eins mit Schrot drüber geballert. Und schon war Ruhe im Karton. Oh, hoffentlich führt der Weg jetzt auch mitten durch den Flughafen oder irgendwas. Oh, wo fährt der lang? Kommt der her? Ah ne, der scheint vor uns zu sein. Hat er gerade Schreckmoment gehabt, dass der auf uns zukommt. Aber der scheint vor uns zu fahren. So, hier lang rum. Hier lang. Und dann sollen wir auf dem Weg auch irgendwie nach da oben kommen. So ein Quad ist ja für ideal geeignet. Die Frage ist auch mal. Ah ja. Hier lang. Und hier mal einen Weg nach oben. Das ist schön. Der ist schön schmal. Genau das Richtige für unseren Quad. Da kommen wir lang hochgefahren. Und der Kurve nicht gekriegt. So. Oh, Alter. Da gerade mal gerettet die Sache. So, da haben wir noch ein Plakat, das können wir abreißen. Wenn wir hier schon mal unterwegs sind, wa? Sorgen wir aber für Plakat. Damit haben wir wieder einmal eine Belohnung freigeschalten. So, was haben wir hier zu tun? Nichts, außer eine Kiste zu looten. Man hört es schon. Das nette Säuseln der nervigen Scheiße. So, hier lang rauf. Ist jetzt spannend die Frage, ob hier noch irgendjemand ist, der auf uns wartet. So. Ah, da hat auch noch ein Plakat. Können wir gleich mal abziehen, ja, Plakat hier. So. Das läuft, würde ich sagen. Ja, servus, mein Freund. Stört er hier nicht die Musik, die von da oben kommt? So, alles klar. Okay, so wird das nichts. Weil man sollte vielleicht auch ein bisschen springen, weil dann hat das mehr Effekt. Auf alle Fälle mehr Effekt auf die Weite. Okay. So, gekonnter Sprung hier rüber. So einfach haben wir es ja noch nie gehabt, hier hochzukommen. Ja, okay, wir sind ja noch nicht oben. Das muss man ja auch mal erwähnt haben. So, nächste Etage. Wir sind da. Okay. Diesmal wie mit Springen. A la Lara Croft sozusagen, ja. Oh, Täubchen am Fliegen, ja. Ah, ne. Diesmal nicht. Diesmal balancieren. So. Wie geht's hier weiter? So, vielleicht mal hier hinhocken, hier rausgehen, ja. So. Ah ja, da können wir wieder klettern, da klettern wir mal rauf. Ich freue mich immer, wenn wir den Weg finden, das ist extrem nice. Okay. Schön. Ich habe jetzt andere Sorgen als eure Köpfe. Und zwar hier Balkenaktion. Balancieren hart und klettern. So, wie weit sind wir denn jetzt schon oben? Ah ja. Ich glaube hier noch rauf und dann haben wir es auch geschafft. Okay.
ein bisschen Munition mitnehmen, ja. Und jetzt sorgen wir wieder mal für Stille. Und damit haben wir Ruhe und wieder ein Glockenturm befreit und damit wieder ein bisschen mehr Übersicht über die Karte. Und einen coolen Flug über das Land. Ja, super Jungs. Hock dich hin, siehst alt aus. Oh, ein Unfall war hier. Ich finde immer geil, so die einzelnen kleinen Hotspots. So, damit haben wir den Glockenturm befreit, die Grundlage kostenlos an einem Handelsposten. Ja, schön, nutzt mir nichts mehr, haben wir schon. So, und damit geht es dann beim nächsten Mal weiter. Und zwar werden wir gucken, ob wir uns den Flughafen anschauen und Free Willy die Mission machen. Und dann wissen wir auch, wer Willy ist. Wer aufgepasst hat und die richtige Ohrenspitze hat, der weiß es. Wenn nicht, der sollte dann vielleicht nochmal andere Far Cry-Teile gucken. Das war's jetzt von mir. Ich bin MacVurago und sag Servus und Ade.